Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag. Vor einiger Zeit habe ich beim Handeln einen Nekro getroffen, der mich gefragt hat, ob ich nicht Lust auf ein bisschen PvP hätte. Und da bin ich natürlich freudig drauf eingestiegen. Die Aufnahmen von unserem Intermezzo lagen jetzt schon etwas länger in meinem Archiv und heute habe ich einfach Bock, einen kleinen Vorgeschmack zum Thema PvP zu geben und vielleicht auch den einen oder anderen dafür zu begeistern. Es sei angemerkt, dass die Chars hier noch nicht optimal fürs PvP ausgerüstet und geskillt sind. Meine Boa trägt zum Beispiel das Gear aus meinem WF-Boa PvM-Guide. Ich weiß nicht genau, wie das Setup des Nekros ausgeschaut hat, doch mehr Faster Cast und Faster Hit Recovery hätten ihm sicher nicht geschadet. Schauen wir uns nun aber endlich die erste Runde an. Hier haben wir einen klassischen Pre-Aim-Multishot-Kill. Beim Start hat OBS leider etwas gehangen, daher setzt das Video mitten im ersten Angriff ein. Doch mit ein paar gut geschossenen Guided Arrows treibe ich den Nekro erstmal wieder etwas auf Distanz. Er bleibt jedoch in meinem Sichtfeld, also streue ich meinen Fächer Mehrfachschüsse in den Bereich, wo ich erwarte, dass er dorthin teleportieren wird, um mich erneut anzugreifen. Und der Nekro tappt auch direkt in meine Falle. Da wäre es besser gewesen, wenn er sich weiter weg teleportiert hätte und erst dann einen erneuten Angriff aus einem neuen Winkel gestartet hätte. Mit meiner Amazone bleibe ich generell immer lieber irgendwo am Kartenrand, denn so kann ich mit dem Rücken zur Wand arbeiten. Nun zur zweiten Runde. Hier pre-aime ich mit meinen gelenkten Pfeilen, leider erfolglos, was man daran erkennt, dass keine Leech-Animation angezeigt wird. Der Nekro kommt ran und verflucht meine Widerstände, die eh schon vorher grottig waren. Er startet seinen Angriff und zwingt mich erstmal etwas auszuweichen. Dazu wechsle ich generell in den Schildslot, denn mit Titans habe ich eine höhere Laufgeschwindigkeit und Mosas Schild erhöht meine Resistenzen. Durch geschicktes Ausweichen ermögliche ich mir den Gegenangriff, wofür ich dann wieder auf den Bogen wechsle. Meine Lenkpfeile kommen sehr gut und der Nekro macht den Fehler, straight auf mich zuzuporten. Dadurch wird er getroffen. Die Hit-Animation stunt ihn für einen Moment und ich kann ihn in den Aimlock nehmen. Nochmal in Nicht-Szene-Sprache erklärt, durch meinen ersten Treffer ist der Nekro für einen Moment betäubt, nämlich so lange wie die Animation des Treffers dauert. In der Zeit kann er sich weder bewegen noch zaubern. Innerhalb dieses Zeitfensters schaffe ich es dann per linke Maustaste meine Lenkpfeilattacke genau auf ihn drauf zu klicken und gedrückt zu halten. Erkennbar daran, dass ich jetzt seinen Namen im Visier habe. Das wird Namelock oder auch Aimlock genannt. Ist ein Charakter im Aimlock, so wird er von den Pfeilen verfolgt, auch wenn er wegläuft oder sich teleportiert. Erst ab einer gewissen Distanz verschwindet der Lock. Man kann der Gefahr etwas vorbeugen, indem man den Charakter mit schnellerer Erholung nach Treffern ausstattet, denn dadurch wird die Hit-Animation verkürzt. Hierbei müssen diskrete Breakpoints beachtet werden, mehr dazu in meinem Video zu dem Thema. Nun die letzte Runde. Als Boa ist es immer gut, wenn man nicht nur auf einer Stelle stehen bleibt, sondern sich auch immer wieder zwischendurch bewegt und die Position ändert. So fällt es dem Gegner schwieriger, seine Angriffe zu koordinieren. Hier war der Nekro für einen Moment sehr nah an mir dran und ich hätte vielleicht versuchen können, ihn in den Aimlock zu nehmen. Doch das war mir zu unsicher, da ich nicht wusste, wie schnell er seine Attacke raushaut. Im Nachhinein betrachtet hätte es klappen können, da er etwas langsam war. Doch stattdessen weiche ich wieder etwas aus und konter dann mit einer Multishot-Lenkpfeil-Kombination. Die hat den Sinn, dass man den Gegner zuerst mit einem Multishot anhittet und ihn somit für einen Augenblick stoppt, weil die Hit-Animation ausgelöst wird. Daraufhin kann man dann die Guided Arrows besser anzielen.
Die machen schließlich mehr Schaden, sind nicht vom Attack Rating abhängig und verfolgen ihr Ziel. Der Mehrfachschuss bedient dafür eine größere Fläche. Man muss sich der unterschiedlichen Qualitäten bewusst sein und sie koordiniert einsetzen. Um dem Necro nicht komplett den Tag zu vermiesen, habe ich dann schließlich auf meinen UT-Smiter gewechselt. Mit dem Paladin bin ich im PvP nämlich noch sehr unerfahren und ungeschickt. Zum Abschluss könnt ihr hier also noch sehen, wie mein etwas hilflos wirkender Paladin zuerst richtig auseinandergenommen wird, dann schließlich aber doch noch seinen glücklichen Moment hat. Ich hoffe, euch hat dieser Beitrag als kleiner Vorgeschmack gefallen und vielleicht konnte ich sogar bei dem einen oder anderen das Interesse an PvP wecken. Diese Woche wird noch ein Charakterguide erscheinen und ein Beitrag zur Spielmechanik, der alle Bereiche des Spiels betrifft. Also bleibt gespannt. Ich verabschiede mich für heute, macht es gut und bis bald. Kommt schon, folgt mir!